Ja, also es ist nicht mein Stream, der laggt, hoffe ich zumindest. Es laggt hier auch bei mir in-game. Diese komischen Ruckler und ganz seltsam, ganz ekelhaft auch. Kann ich leider nichts dagegen tun. So, anscheinend doch keine Knife. So, was sehen wir bei PC? Aufbau über Lobby. Leider schon die ersten Hits mit oben bekommen. Lot, glaube ich, unten über. Über die Kanalisation, genau. Boah, ist das schon Lobby gepusht? Boah, Neo. Schön, kann wenigstens einen mitnehmen. Ansagen natürlich jetzt bekommen bei AL, dass sie auf dem A wollen. Lot ist schon am Loch bereit. Jetzt bräuchte er natürlich eine Katze Flash. Boah, da wird schon ein Loch abgedeckt. So, jetzt die Smoke. Dann eine Flash. Oh, schön. Lot kriegt den Frag. Er ist dann noch am Spot. Lidde. Mal sehen, was er noch machen kann. Gegen vier Leute. Oh, schön am Loch vorgeaimt. Gibt ihm auch Headshot, aber kriegt dann keinen weiteren. Schön für Pasha und Neo im Zusammenspiel. Bronnax will die Bombe rushen. Gute Smoke. Oh, da wurde, glaube ich, fast das Messer gezückt. Oh, schöne Gummibärchen-Action auf dem Spot. Aber Tess macht ihn am Ende. Also Runde geht nochmal auf. Ganz wichtig von Neo, dass er da unten Mitte auf jeden Fall einen machen konnte. Hätten die AL-Spieler vielleicht noch kurz warten müssen, bis die Smoke weg ist. Und vor allem das Eck links abdecken. Das ist nämlich neu. Gibt's auf Tuska nicht und auf der alten Mill-Version glaube ich auch nicht. Also hier diese Einbuchtung. Finde ich auch total verwirrend, wenn man Mitte oben steht und irgendwie connected ziehen will. Dann zieht man gut gerne mal hier hin, weil da das Licht ist. Also muss man aufpassen. Hier ist gut, ist nämlich der Gang. So, die netten Ekel-Lags bei Neo. Aber wie gesagt, das ist natürlich gewohnter Go-TV-Bug, der hoffentlich irgendwann mal gefixt wird. Auf jeden Fall ein guter Start bisher für die Polen. Bin sehr gespannt auch auf Schneider, der mit seinem Nick Shexy WoW wieder aufläuft. Push. Mitte runter. Oh, schön direkt durchgedrückt. Und B auch gepusht. Schön von ESC. Keine Schaden auch gefangen jetzt. So, ich vermute. AWP. Ne, doch keine Arme. Okay. Mal schauen, ob sie weiterhin so aggressiv spielen. Smoke von Sneal direkt nachgekauft. Boah, die liegt richtig gut. Sehr gut liegt die sogar. Und sie spielt tatsächlich weiterhin offensiv. Auch Katze geht's vor. Mit Lidde und RDL haben sich die Überzahl schon rausspielen können. Nee, oh, die HE, die HE, die HE. Also an sich kamen die richtig gut. Auch richtig gut gedacht von Neo. Hat er auch, glaube ich, beide gesehen. So, Kuben und Pasha. Pasha, wollte ich gerade sagen. CTB ist gespottet. Die versuchen auch die ganze Zeit Leute drauf zu connecten, aber sie nicht mal Teil des Spiels sind. So, Pasha, Katze. Kuben wurde Bombe auf jeden Fall Mitte schon gespottet. Ah, A-Spot gar nicht so gut gedeckt. Müssen sie links noch aufpassen. Aber schön Headshot von Kuben. Boah, Pasha macht den auch. Gegen 2. Hat sogar noch relativ viel HP. Boah, schöner Headshot von Pasha. 1 gegen 1 gegen Shexy wollte ich sagen, gegen Schneider. 30 Sekunden hatte er noch. Vermute den hinten. Shexy würde natürlich den Baumplant hören. Da vorne läge auch ein Kit für ihn. Boah, die Zeit rennt Pasha hier davon. Jetzt geht er Mitte, jetzt liegt er Mitte an. Er sieht ihn. 10, 15 Sekunden noch. Ah, zweite Fläche sah es nicht so gut, hat ihm aber gut Schaden gegeben. Und Schneider pusht. Schneider pusht. Er rennt, er rennt, er rennt, er rennt. Jetzt abgebrochen. Pasha kann immer besser voraimen. Boah, und Pasha macht's. Starkes 1 gegen 3. Richtig, richtig gut. Geaimt von ihm auch. Ich sag ja, A-Spot war nicht gut gedeckt.
Zumal. Ja, Kuben hat da einfach einen wichtigen Headshot oben gegeben. Da an der Kante hier irgendwo. Von Katze. War eigentlich gar nicht so schlecht von der L, dass der da ablenkt und dann Katze der Spieler die Frags macht. Konnte aber leider auch nur einen machen. So, wieder Smoke von Sneal. Aber erneute Eco von HL. Diesmal kriegt es auch eine Frag. Kuben kennt da nichts. Mate wartet vor ihm und Kuben zieht einfach dran vorbei. So, das erste Mal auch B die Bombe gelegt. So, übrigens, ich kannte den Bug vorher noch nicht, aber habe heute ein YouTube-Video gesehen, dass wenn man eine Smoke liegt und dann durch den Zaun guckt, dann ist die Smoke komplett weg. Wurde ja auch hier am Beispiel ausgeführt, wenn man hier eine Smoke hinlegt und sich dann hier in den Zaun stellt, kann man komplett durchgucken. Das kann man auch schön beobachten, wenn man hier einfach so immer weiter nach rechts geht, öffnet sich dann einfach da einfach der Bereich, als ob die Smoke dann nicht läge. Wenn man wieder nach links geht, ist sie wieder da. Bug scheint zwar schon eine Weile bekannt zu sein, aber mir war er noch nicht bekannt. Macht auf Mirage, auf Mirage, auf Mill hier auf jeden Fall auch natürlich das Spiel ein bisschen kaputt, wenn man das wirklich abusen sollte. Ganz offensiver Push, lehnt schön links die Smoke abgezielt. Der RDL auch schon extrem weit vorne, lenkt er jetzt noch ein bisschen ab. Wer ist das da in der Lobby? Pascha. Boah, Teammate. Wobei, ich dachte, es geht gar nicht. Sehr schönes Doppel und Bombe auch down. Also Pascha da vielleicht auch ein bisschen zu früh vor, weil Kuben im Connector da war. Boah, die Smokes sind auch total ekelhaft. Und es sieht gut aus für AL. So, Grubenlord, Katze durch. Lol. Ja, Lobby ist halt noch einer. Gruben will da hin und will helfen. Jetzt nehmen sie geschlossen die Lobby ein. Schauen, ob RDL da noch einen wegmachen kann. Gute Flashes. Schön aufgepasst von ESE. Schön gespielt. So, und jetzt zwei AL-Spieler gegen drei ESEler. Legen da Katze an und kriegen aber nur Damage. ESC scheint echt krass. ESC dreht hier das die Unterzahl 3 gegen 5 geholt. Krass, also ESC überzeugt schon heftig. Bin ein bisschen enttäuscht von AL, muss ich sagen. Scheint überhaupt nicht drauf klarzukommen. Wobei, der Anfang war ja richtig gut, da Lobby einzunehmen. Konnten beide Frags ziehen. Bombe war down. Irgendwie die anderen Spieler versagt. Also an der Katze lag es auf jeden Fall gerade nicht. So, wieder zur Zeit offensiv. Schön, erster First Check. First Check. Boah. Ah, Neo mit One-Click. Direkt Katze hinterher. Ja, rechts übrigens auch so ein Ekel-Eck. Boah, wie blind Test aber. Schön, kann der Frick ziehen. Neo deckt noch nach hinten. Der ist auf Spot, könnten die natürlich jetzt die Bombe pushen, aber sie wissen halt nicht, wo Neo ist. Neo hat da nach rechts einen gesehen. Schiebt jetzt auch richtigerweise Katze. Boah, Neo doch wieder Mitte geschoben. Boah, Tess macht noch einen wichtigen Headshot. Sonst wäre es hier fast unmöglich gewesen, geworden für Neo. Rennt an und Schneider hat abgebrochen. Schöner Fake von Neo. Ach, schade, dann kriegt er den Frag nicht. Aber schön gespielt. Schneider fällt da drauf ein. Und er sucht einen Kit. Oh, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Nee. Krass. Ich wäre gut gedacht, nochmal nach einem Kit zu suchen. Aber ich sehe hier keins. Tja. Da, so wird's bestraft. Schön gespielt aber von Neo. Wie gesagt, den Frag hat er auf jeden Fall auch verdient gehabt. Und Schneider muss dann natürlich auf Frag gehen. Weil er hatte halt einfach kein Kit. Wenn er eins gehabt hätte, kann man sich natürlich entscheiden, ob man da jetzt durchzieht oder nicht. Ohne Kit natürlich die Entscheidung quasi klar. So, wieder Katze-Push. Oh, ich hasse das, ey. Ohne
ohne Punkte auf dem Radar, so unübersichtlich teilweise. Gerade auf der neuen Map. Doch relativ schnell den Contact immer da am B. So, wieder 3 gegen 5. Vielleicht kann es ESC wieder drehen. Scheint auch diesmal zum B zu gehen. Boah. Ey, was sie drücken. So, durch den Frag. Contact sie jetzt in Mitte. So, Tess wieder ein Headshot. 2 gegen 3. Ist machbar. Haben beide 100. Ich spiele allerdings auch 100. Oh. Was RDL da auch alleine kämpft, verstehe ich nicht. Jetzt der Go über Katze. Lidl, glaube ich, schon. Oh, Lidl pusht gegen Pronax. Pusht nicht weit genug durch. Lidl macht den ersten. Nimmt Burst rein. Tess 1 gegen 1. Man hat wieder eine 3 gegen 5 Situation drehen können. Pronax auch kein Kit. Bombe wird gelegt. Pronax schon ganz weit vorn. Boah, und Pronax macht's. Schön gespielt von eben. Und der Defuse geht natürlich locker durch. Aber trotzdem 7-0, jetzt 7-1. Das auf so einer CT-Map, CT-lastigen Map. Schaut wirklich nicht gut aus für die Schweden. Frage, ob das Tuscan ist. Nein, natürlich nicht. Hier oben steht auch immer die Map. Oder auch wenn ich Tab aufmache. So, sie wollen weiterhin aggressiv spielen. Auch Pronax an B-Aggro. Boah, wurde, glaube ich, blind von seinen eigenen Flash. Und ESC gibt Gas. Nach hinten wird schon abgedeckt. Katze das Duell. Gut von Lidl, wichtig vor allen Dingen, dass da keiner von hinten kommen kann. Oh, Lobby. Ist der andere Spieler. So, schön abgedeckt von AL, aber auch von ESC noch gut gewartet. Mit Spiel eingenommen. Ruben. Oh, schön durchgesprungen von Schneider. 2 gegen 2, Neo macht es genau richtig. Tess legt an. Ich wusste gar nicht, dass man deinen Kopf sehen kann. Schöne Flash gegen Neo. Tess sieht die Waffe, verschießt und Neo auch gestorben. Nächste Runde für AL. Sollten wir vielleicht RDL diffusen lassen, wobei, ne, ist recht, auf jeden Fall. Wichtig jetzt auch zwei Runden in Folge mal zu holen. Hätte man die verloren, da sähe es wirklich noch düsterer aus. Ja, schön gespielt von beiden Seiten. Vor allem von ESC da noch relativ lange zu warten. Weil man natürlich weiß, dass die CTs auch von hinten kommen können und von hinten pushen. Pronax, Schneider, B offensiv. Pronax macht wieder seinen Move dort. Jetzt. Man muss rechts unten aufpassen. An der Treppe steht einer. An diesem Abgang, an diesem neuen Gang in die Kanalisation. Hier. Hier geht's runter und dann ist man drin. Für alle, die es noch nicht wussten. So, Katze wird auch defensiv gespielt. Und natürlich verpasse ich jetzt den Frag. So, wird halt rausgespielt. Vielleicht spielen sie es diesmal sicherer runter. Also A, eigentlich wieder die Schwachstelle. ESC entscheidet sich auch, dahin zu gehen. Gut, jetzt schon gegen Lidl. Kommt die Flash für Mitte. Schön gespielt. Das war mal gut gespielt. Schönes Teamplay. Nice. Also endlich dreht AL hier ein bisschen auf. Boah, netter Headshot von Pascha. Unterzahl hat noch eine Flash. Er wollte dafür offensiv legen. Aber schöne Bang von Schneider, der hier wirklich wieder ein super Spiel macht für AL. Topscorer mit 29 Punkten.
So, also Kommentare von Readmo oder 99 Damage kann ich jetzt nicht drauf eingehen, falls solche kommen sollten. Ich habe jetzt nur den Twitch-Chat offen, weil meine Streams immer wieder angehen wird. Und das nervt immer. So. Sneak, First Track. Oh. Schon von der LL, man hat wahrscheinlich in der gemeinsamen Mitte gepusht. Schöne Smoke von RDL, von Lidde. Wieder einer über Abgang. Oh, schöner Frag von Neo, aber auch Instant Refrag von RDL. Lidde hat das Loch. Smoke Katze liegt noch. Oh, schöner Headshot. Und der Lochspieler natürlich super gefangen. Aber Ter ist auf Spot gekommen. Wahrscheinlich über Mitte. Wieder ein 1 gegen 1. Bronax diesmal auch mit Kid. Tess hat noch genügend Zeit. So, jetzt wird's aber riskant. Wie entscheidet sich Bronax? Pusht er vor? Tess faked. Tess faked. Und sie haben beide keine Ahnung, wo sie sind. Also, Bronax hat natürlich eine gewisse Ahnung. Tess hingegen null. Und Bronax gibt seine Pose auch nicht weiterhin preis. Tess geht auf Frag, macht Schaden ohne Ende. 19 HP nur noch bei Bronax. Ist angeflecht, aber auch Tess angeflecht. Beide sind gerade nichts mehr. Bronax sieht eher wieder was. Oh, Tess macht's. Ganz, ganz stark gespielt von ihm. Schöner Fake, dann lange gewartet, dann safe geplantet. Bronax hat's aber an sich auch gut gemacht. Hätte vielleicht eher vorschleichen sollen. Wer weiß, ein Doppelfake beim Legen. Schon eher selten. Update Rate ist auf 16. Sonst würden die Spieler hier noch mehr rumlängen. Aber das ist wirklich der Go-TV oder so. Boah, schönes Doppel. Ah, schön für Schneider. Gutes Doppel zusammen mit Bronax. Schön die Waffe gewechselt, schön die Smoke da gelegt. Aber ist hier wieder schön gespielt von Kuben. Ist jetzt am B durch, eine entscheidende Rolle. Mates schieben auch zum B. Timing, Timing, Timing. Oh, ist auf seiner Seite. Oh, nice. Da oben auf dem Steg gesehen. Schöne Runde von Kuben. Und Lidde gegen 3. Ohne Kids. Könnte sich die 1-4 eigentlich noch schnappen. Kuben auch schön gespielt. Zu seinen Mates geschoben. Spielt jetzt defensiv. Spielt da auf Nummer sicher. Und Lidde will es gar nicht erst versuchen. Auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung. Trotzdem 9 Runden schon für ESC, das ist schon eine Hausnummer. Bin ich wirklich gespannt, wie Faculty dann gegenhalten kann. Das weiß ich nicht, sie pushen zwar RL, sie setzen auch die Frags, aber sie können die Runden dann irgendwie nicht gewinnen. Dann entsteht wieder so eine Lücke wie eben, wo Kuben einfach alle Freiheiten hat. Scheint auch eine Eco zu sein. Vielleicht Mitte rein. Mitte auch aufgeräumt. Oh, also Tess wirklich, wirklich stark. Macht gute Headshots, aber eigentlich fällt keiner wirklich bei ESC so ab. Also haben alle ihre Szenen mal. Wobei Lord mir jetzt nicht aufgefallen, aber der Rest auf jeden Fall. So, 10, 3, 2 Runden stehen noch aus. Auch eine AWP haben wir nie gesehen. Hat mich auch in der ersten Runde direkt gewundert. Schneider spielt schon eine ganz vernünftige Arbe, muss man sagen.
Vielleicht hätte man damit mehr Chancen. So, wieder schneller. B-Go. Oh, da am Gitter. Am Gitter. Oh, wie sie sich da austänzeln. Oh, Pascha Katze legt da wieder alleine an. Hat die Füße gesehen. Kann auch den Frag setzen. Wieder riskant gespielt von Lidde. Ah. Das mit Oma. ESC kann hier wirklich laufen, wohin sie wollen. Dabei wieder 2 gegen 2. Oh, der Headshot schon wieder. Oh, schön von Bronax. Jetzt wieder ein 1 gegen 1. Also, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, waren es 3 oder 4 One-on-Ones. Ich glaube 4 sogar. Kuben hat offensiv gelegt. Oh, aber kommt nicht, geht nicht rechtzeitig weg, sondern schleicht er weg. Und das ermöglicht Bronax da easy den Headshot zu setzen. Schönes Pre-Aim von ihm. Sichert sich somit die vierte Runde für sein Team. Aber ob die hier nochmal alle kaufen können. Gut, Bronax kann natürlich eine legen. Der Rest. Ah, so viel Geld ist das nicht. Famas wird jeder hier haben. Oh. Ach, deswegen. Klar, wenn es neue Settings gibt, ist jetzt wahrscheinlich auch der Team-Damage wieder erlaubt. Also Fred Defier. Da ist sie wieder direkt B angelegt. Also das sollte das Faculty vielleicht merken, dass ESC enorm schnell zum B geht, zum B aufbaut. Immer direkt anlegt. Ich meine, es ist auch enorm schwierig, B zu halten da am Schlitz. One on three. Letzte Runde. Refake aber direkt von Tess. Weil als Terror musst du natürlich hier oben nur pre-aim, dann nur hier am Schlitz. Du brauchst das Crosshair die ganze Zeit nur da oben halten. Ja, wenn da irgendwie so 3, 4 Terrors hier rumkommen, alle dahin aimen. Ich meine, wo sollen sie sonst hin aimen? Es ist nur hier der Bereich und da oben, wo ein CT am Anfang sein kann. Maximal vielleicht hier auf den Treppen, aber selbst das ist ja im Bereich des Abaimbaren. Von daher ist es gar nicht so schwer, als Terror hier direkt am Anfang Druck aufzubauen. Aber wenn das die CTs irgendwie in den Griff kriegen, dann wird es auf jeden Fall zu einer CT-Map. Mit AWP würde es sich hier schon eigentlich lohnen, irgendwie zu zielen. Ja, wobei es ist natürlich auch riskant. Weil es ist natürlich, also, was natürlich auch eine gute Taktik ist, was Alt, glaube ich, auch gespielt hatte, hier ein bisschen Druck zu machen und dann der B-Spieler einfach hier auch offensiv zu kommen. Was natürlich enorm schwierig ist, wenn die Ts direkt hier smoken, dann kann man sich als CT halt nie sicher sein, ob hier schon einer durch ist. Und somit muss der pushende B-Spieler natürlich auch weiterhin aufpassen. Kann da nicht einfach direkt durchgasen. Aber gut, mal schauen, was ESC aus dem Hütchen zaubert. Haben auf jeden Fall den Grundstein gelegt, um hier das Spiel relativ locker nach Hause zu schaukeln. 11-4 die Halbzeit. Was haben wir hier? Keinerlei Weste. Sieht nach P250 aus. Ja, viele P250. Auch direkt Mitte-Push. Kriegen den ersten Lobby-Offensiv. Oh, schön, P250 teilt sich mal wieder wunderbar aus. Lidde gegen 3. Die HE. Oh, auch doch nicht die HE. Und er wird einfach gepusht, da kennt ihr es hier nichts. Bleiben auch schön zusammen. Sichern sich somit die zweite Pistole. 12-4 der Spielstand. Tut mir ein bisschen leid für alle, die hier an AL geglaubt haben. Aber was soll man machen? Das lässt natürlich hoffen auf das übernächste Match gegen Faculty. Bin ich wirklich sehr gespannt, ob sich die Deutschen hier vorbereitet haben. Direkt der Glock, oh, dann sieht man es. Also auch in der Glock kommt man als T eigentlich dadurch. Natürlich mit Verlusten. Aber allein, dass sie da bis so weit vorkommen, spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass das eine krasse CT-Kante ist.
Bin halt auch gerade überlegen, wie man den B am besten spielt. VP hat das eigentlich nicht schlecht gemacht. Sie hatten, glaube ich, mit Fox hier eine AWP. Und da hat man hier relativ gute Möglichkeiten. In der. Ja, Banane habe ich es mal genannt. Keine Ahnung, ist natürlich keine richtige Banane. Aber vielleicht B doch eher defensiv decken mit AWP. Wahrscheinlich die bessere Möglichkeit. Kuben wieder mit First Strike oder überhaupt mit First Strike am Gitter. AL aber auch irgendwie verstreut. Boah, das Pre-Fire. So, jetzt muss ich ganz kurz testen. Ja, sieht man. Wunderbar, funktioniert. Hier, Smoke wird nicht. Es löst sich quasi auf. Hier ist sie da. Weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg. Kannte ich wirklich bis heute noch nicht. Ist aber, glaube ich, schon reported. Oh, die Hits. Tja, AL, was sollen die machen? Schön von Lidde, aber das wird auch nicht mehr so viel bringen. Wie ADL die ganze Zeit weggeflasht wird. So, stirbt jetzt. Bombe ist da auch down. Lidde hat nicht mal Anstalten gemacht, irgendwie die Bombe vorher zu picken oder so. Also kommunikationsmäßig bin ja auch nicht so on the top, was AL hier abliefert. 14-4 und ich glaube nicht, dass ich die Schweden hier noch eine Terrorrunde sichern können. Müssen jetzt auch nochmal sparen. Habe aber auf jeden Fall schon eine Weste gehört bei Sneal. Brunax auch. Rest kauft jetzt auch nach. Weste, Diegel, alles was geht. Keine Chance, werden auch direkt gepusht. Ruben! Oh, die nächste Tanzaktion da am Gitter. Ja, also aufpassen, wenn man da jetzt CT vorpusht. Wenn man vielleicht nicht ganz den Topspawn hatte, dass da natürlich ein T durchgesneakt sein könnte. Auch natürlich begünstigt, wenn da eine Smoke liegt. Irgendwie, wenn die weiter offensiv hier liegt. Aber bisher immer zugunsten des CTs ausgefallen, die Situation. Diskutiert. So, Frag, Refrag. B geht's schon vor. Oh, guter Push von Neo. Oh, da rechts ist einer. Ah, keine Chance. Neo hat da ganz kurz hingezielt, aber hat nichts gemacht. Pascha aber zur Stelle. Oh, muss Leiter aufpassen. Ja, Treppe. Boah, nicht genügend Hits bekommen, so konnte er nochmal zielen. Lord wird direkt hinterher gepusht. Schön gespielt von L, von RDL. Von Sneal. Zusammen mit Lidde. Pascha fällt auch jetzt nur nach Kuben gegen 2. HE. Sitzt nicht, abgeprallt. Kann noch einen machen. Kann das jetzt hier schon beenden, das Spiel. Und es scheint vorbei zu sein. Allerdings. Keine Ahnung, ob in der Runde oder in der nächsten. Ich schau kurz nach. Ergebnis steht noch nicht. Doch, 16 zu 5. Also sie haben mit, glaube ich, das 1-on-1 noch gewonnen, die nächste Runde dann verloren. Also trotzdem GG an ESC, die mich hiermit somit, die hiermit somit, schön doppelt gemacht hat, die ihr erstes Spiel auf Mil 1, Mil B2 gewinnen konnten.